Als erstes haben wir einen großen Spaziergang gemacht und das finde ich eigentlich immer ganz gut. Also wir waren da tatsächlich nicht als Architekten unterwegs, sondern wir waren einfach unterwegs und hauptsächlich die andere Seite, also das Gegenüber über den Tempelhofer Damm, das alte Park hat uns total fasziniert. Uns hat diese Kante zwischen urbaner Bebauung und dem Grün total fasziniert und die ist auch irgendwie speziell. Die Natur ist sehr speziell, die eiszeitliche Rinnen und so weiter. Und davon wollen wir irgendwie mehr haben in dem Entwurf. Deswegen haben wir das versucht, irgendwie weiter zu stricken auf der anderen Seite von Tempelhofer Damm. So ist das passiert. Die Grundidee unseres Konzeptes ist eigentlich ganz gut, so in drei wesentlichen Bausteinen zusammenzufassen. Ein wichtiger Aspekt für uns war eigentlich, dass wir diese drei bestehenden Parkteile, also der alte Park, der Franke Park, aber auch das kleine Wäldchen sozusagen besser miteinander vernetzen und auch durch einen neuen Parkteil ergänzen und somit an dieser zentralen Stelle im Stadtteil Tempelhof auch einen sehr öffentlichen Ort schaffen, der sozusagen einen Mehrwert für alle darstellt. Das zweite ist eigentlich dann sozusagen das urbane Gegenstück zu der grünen Verbindung, die Platzsituation am Tempelhofer Damm, an dieser großen Einfallsstraße mit dem neuen Kulturbaustein und dem Rathaus, die sozusagen zusammen ein neues Ensemble bilden. Und der dritte Baustein ist eigentlich dann, dass wir an der Götzstraße die neuen Wohnhöfe anordnen und diese möglichst kompakt eigentlich dort anordnen wollen, ungefähr so in der gleichen Körnung, wie auch die bestehende Bebauung in der Umgebung ist, um möglichst viele Flächen für diesen großen Park freizuhalten. Als wir zum ersten Mal vor Ort waren, waren wir voll von Qualitäten, von diesem wundervollen grünen Ort fasziniert. Also diese grüne Qualitäten lagen auch als Grundidee in unserem Entwurf. Die andere Inspirationsquelle war die Bebauung von Tempelhof, auf der wir uns auch bezogen haben. Das ist gleichzeitig die städtische Dichte, aber auch die reiche städtische Bebauung mit unterschiedlichen Nutzungen. Die weitere Inspirationsquelle kam eigentlich von dem ganzen Verfahren, wo wir mit Bürgern gesprochen haben und die unsichtbaren Verbindungen zwischen Orten, Situationen und das städtische Leben von ihnen kennengelernt haben. Beim Werkstattverfahren war natürlich für uns der große Vorteil, dass wir jetzt im Unterschied zu einem normalen Wettbewerbsverfahren, wo man ja immer sich was ausdenkt und dann abgibt, hier die Möglichkeit hatten, sozusagen immer wieder einen neuen Entwurfsstand vorzustellen und dann auch eben ganz konkret auf unseren Entwurf bezogen neue Anregungen von den Bürgerinnen und Bürgern mit aufzunehmen. Und auch dabei haben wir nochmal eine ganze Reihe von Sachen eben über den Ort gelernt, die jetzt, sage ich mal, aus der Aufgabenstellung vielleicht nicht so unmittelbar hervorgehen, wie zum Beispiel die Qualitäten von bestimmten Baumbeständen, dieses kleine Wäldchen, was es da hinter dem Rathaus gibt, aber auch so die Wichtigkeit von kleinteiligen Wegeverbindungen, Fußwegeverbindungen, Fahrradwegeverbindungen. Wir haben viel über den Kleingarten gelernt und über das Pfadfinderheim. Ich denke, das ist so eine ganze Reihe von unterschiedlichen Ebenen, die dann noch zusätzlich dazugekommen sind und die uns ermöglicht haben, dann auch immer wieder im Entwurf darauf zu reagieren. Die andere Ebene, sozusagen auf der professionellen Seite, dann in diesen Sitzungen mit den Experten und der Jury, war sozusagen auch aus der Hinsicht nochmal für uns wichtig, weil da dann eben auch nochmal tiefergehende Informationen, zum Beispiel zum Standort des Hallenbads, aber auch zu einer Idee zu gelangen, was für eine Art von Ausstrahlung und Nutzungsmischung dieser Kultur- und Bildungsbaustein haben kann. Und so konnten wir uns eigentlich da ganz gut Schritt für Schritt immer tiefer in diese Aufgabe sozusagen reinfinden und hatten dann auch, glaube ich, das Glück, dass wir da eine diskussionsfreudige und kritische Jury hatten, die auch bis zum letzten Werkstattverfahren immer wieder noch nicht zufrieden war und wir sozusagen dadurch auch nochmal motiviert waren, da nochmal auch im letzten Schritt sozusagen ranzugehen und noch einige Sachen zu verbessern. Die Leitidee von unserem Entwurf war die grüne Mitte. Wir müssten irgendwie so einen Balance finden zwischen
Dichte, die städtische Dichte und diese grüne Mitte. Und ich glaube, da war eigentlich der höchste Überarbeitungsbedarf. Das haben wir nach und nach immer justiert, bis wir diese richtige Größe von den Höfen gefunden haben, die richtige Höhe von neuen Bebauungen an der Goethestraße gefunden haben. Das war ein sehr wichtiger Punkt. Dieser weitere Punkt, wo wir viel Ruhm gemacht haben, bis wir selber zufrieden waren und überzeugen konnten, war dieser Ensemble, dieser neue Tempelhofer Platz. Wir haben immer von diesem Gegenüber so eine Idee gehabt. Es gibt das alte Rathaus und der braucht so ein Gegenüber und zwischen denen liegt so ein städtischer Platz. Aber in dem letzten Schritt haben wir die Entscheidung getroffen, so einen Platz mit drei Bausteinen zu schaffen, wo der Gegenüber, direkte Gegenüber, Rathaus, dieser Kulturbaustein ist und das dritte Baustein das neue Verwaltungsgebäude für Rathaus ist. Und wir finden, dass die städtische Situation tatsächlich gut funktioniert. Dieser neue Platz ist irgendwie wie so eine städtische Schleuse zwischen zwei riesigen grünen Räumen, einem alten Park und diesem alten, neuen grünen Bereich mit Kleingärten, Franke Park und so weiter. Und das dritte Thema war tatsächlich das Schwimmbad. Mit dem Schwimmbad haben wir mehrere Varianten ausprobiert und haben uns dafür entschieden, dass das Schwimmbad eigentlich doch in die Wohnbebauung, in Wohnquartier platziert sein sollte. Diese Lage von dem Schwimmbad gibt weitere Qualitäten für Quartiersplatz. Also wir haben noch einen Platz in unserem Wohnquartier und wo zum Beispiel so ein kleines Café sein könnte. Wir waren relativ früh schon sicher, dass wir da schon einen relativ kräftigen Baukörper am Tempelhofer Damm sehen. Einerseits als Gegenüber für diesen sehr prägnanten Rathausturm, aber auch, weil eben der Tempelhofer Damm als eine sehr große Straße unserer Meinung nach das auch sehr gut vertragen kann und wir eigentlich auch diese Geste sozusagen dort für absolut richtig halten. Da gibt es ja auch international eigentlich eine ganze Reihe von Beispielen, wo eigentlich sozusagen so neue Quartiers- oder Stadtmitten von so gemischt genutzten öffentlichen Gebäuden sozusagen neu besetzt werden und eigentlich eben nicht mehr so ein, sag ich mal, konsumlastige Innenstädte oder konsumlastige Zentren geformt werden, sondern eben bewusst auch was sozusagen ein öffentliches Gebäude ist, was für alle gleichermaßen zugänglich ist. Ein weiterer Punkt, warum wir uns auch für diese Höhe entschieden haben, war so die Gesamtbetrachtung des Tempelhofer Damms. Also wenn man sozusagen von stadtauswärts den Tempelhofer Damm reinfährt, dann gibt es ja das Ullsteinhaus, es gibt dann später sozusagen auch das Flughafengebäude vom Flughafen Tempelhof. Also sehr kräftige und hohe und sichtbare Gebäude. Und wir fanden eigentlich jetzt auch als Zentrum für den Stadtteil angemessen, hier nochmal an diesem neuen Platz sozusagen zusammen mit dem Rathaus da einen neuen Hochpunkt zu schaffen. Der setzt sich ja so aus drei Teilbaukörpern zusammen und zwar wichtig, dass er eben nicht sozusagen ein großer Klotz ist, sage ich mal, sondern dass er sozusagen auch abgestaffelt ist, sich in gewisser Weise in dem untersten Baukörper auch auf die Maßstäblichkeit der Wohnbebauung in der Umgebung bezieht und eigentlich durch diese versetzte Anordnung es auch in den oberen Geschossen immer wieder so Terrassensituationen gibt, die sozusagen auch als öffentliche Orte nochmal Blickbeziehungen und Öffnungen sowohl zum Tempelhofer Damm als auch dann zu dem neuen Parkteil so eröffnen können. Und es war wichtig, dass die drei Bausteine so ein neues öffentliches Erdgeschoss haben. Es gibt einen Kulturbaustein, zwei Verwaltungsgebäude. Und es war bei uns wichtig, dass dieser öffentliche Raum sich auch nach innen streckt, dass es so ein öffentlicher Forum entsteht an diesem Platz. Ich finde, bei diesem Entwurf, wo wir von Anfang an gesagt haben, dass wir von dem Ort ausgehen, war das wichtig, diesen Ort kennenzulernen. Und ohne Bürger ist es eigentlich, die vor Ort wohnen, war das nicht möglich, das zu machen. Und die tatsächlich diese unsichtbare Bezüge zu verstehen, da musste man in Gespräch kommen, da musste man diskutieren. Ich fand auch absolut super, dass so viele unterschiedliche Bürger dabei waren. Es waren ältere Leute, es waren Studenten dabei, sehr viele, die sich tatsächlich sehr interessiert haben und nicht nur irgendwie sozusagen Wünsche geäußert haben, sondern tatsächlich mitgemacht haben. Auch dieses Konzept von Paten fand ich eigentlich
sehr spannend und sehr produktiv, finde ich. Außerdem das Gespräch mit den zukünftigen Nutzern jetzt, Bibliotheken oder Berliner Bäder, das ist auch natürlich super, obwohl das vielleicht nicht immer einfach war für uns, sofort sozusagen in Realität, mit Realität konfrontiert zu sein. Aber ich glaube, das hat unserem Entwurf schon die Form gegeben, die dann auch die zukünftige Nutzung möglich macht. Man muss dazu sagen, es war jetzt nicht für uns eine Neuerung, dieses Werkstattverfahren. Wir haben solche Verfahren auch schon in der Vergangenheit gemacht, zum Beispiel auch beim Haus der Statistik oder auch vor 2 Jahren in Freiburg. Also wir kennen sozusagen diese Situation auch, dass man die Arbeiten von anderen Teams immer wieder auch während des Verfahrens zu Gesicht bekommt und natürlich einerseits von den anderen Beiträgen was lernen kann. Andererseits aber auch vielleicht nochmal daran sein eigenes Konzept schärfen kann. Und ich glaube, was bei dem Verfahren hier ziemlich gut gelungen ist, dass eigentlich bis zuletzt bei allen 4 Teams so die ursprüngliche Kernidee sehr stark war und diese auch von allen 4 Teams bis zuletzt weitergetragen wurde. Man aber dann bei Detailpunkten eben schon auch von den anderen Teams trotzdem was lernen konnte. Also zum Beispiel das Thema Wohnhöfe, so was ist die richtige Dimensionierung, wie groß ist der Hof, was für eine Höhenentwicklung, was für eine Geschossigkeit. Ich denke, mit dieser Frage haben sich mehrere Teams auseinandergesetzt und da konnte man sozusagen auch im gegenseitigen Abgleich dann sich der besten Lösung gemeinsam nähern, ohne dass man dadurch aber sein Gesamtkonzept verwässert hätte. Tele-Internet-Café Wir sozusagen und Treibhaus Landschaftsarchitekten aus Hamburg. Wir sind das Projekt von vornherein sehr eng, in einer sehr engen Zusammenarbeit angegangen. Wir sind auch sozusagen langjährige Partner und sind eigentlich auch gewohnt, dass wir sozusagen hier in enger Verschränkung arbeiten. Also für uns ist gerade auch hier mit dem sehr großen Parkanteil und diesem Gesamtkonzept, was ja auch auf einer Freiraumidee mit basiert, war das natürlich von vornherein ein sehr großer, wichtiger Punkt, auch hier die Landschaftsarchitekten intensiv mit einzubinden. Und ich glaube, dass das schon auch was ist, was für das Konzept spricht, dass eigentlich sozusagen zu jedem Moment im Verfahren sowohl der Freiraum als auch der, ich sage jetzt mal, der Städtebau oder die Bebauung immer sehr eng aufeinander abgestimmt wurden und wir den Freiraum nicht als was sehen, was sozusagen nachträglich noch über die städtebauliche Figur drüber gestülpt wird, sondern was eigentlich in so einem permanenten Austausch diskutiert wird. Wir haben den Wettbewerb jetzt gewonnen, freuen uns natürlich erstmal sehr, dass wir ausgewählt wurden. Für uns als Berliner natürlich auch immer super, dass man in der eigenen Stadt sozusagen dann ein bisschen was mitgestalten kann. Was genau sozusagen jetzt die nächsten Schritte sind, wissen wir nicht. Das wird sich sozusagen dann auch in Abstimmung mit der Senatsverwaltung ergeben. Wir gehen mal davon aus, dass es sozusagen eine städtebauliche Überarbeitung des Ganzen geben wird, manche Detailfragen wahrscheinlich auch nochmal zu klären sind, was dann in den Bebauungsplan später übersetzt werden wird und dann wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen Gebäude nochmal ein architektonischer Wettbewerb stattfinden wird. Jetzt zum Beispiel ganz besonders natürlich die Rathauserweiterung und auch der Kulturbaustein als so besonders zeichenhafte Bauwerke. Also da kann man auch davon ausgehen, dass wir uns zwar jetzt schon viele Gedanken gemacht haben, aber dass der am Ende nicht genauso aussehen wird, wie er jetzt in der Visualisierung herüberkommt. Genau, und da sind wir natürlich jetzt gespannt, wie es weitergeht und hoffen, dass wir da auch immer wieder eine aktive Rolle einnehmen können.